Ja, hallo, liebe Menschen und herzlich willkommen hier. Dieser Videobeitrag ist dem Flyer gewidmet, den ihr höchstwahrscheinlich schon gesehen habt. Wir werden ihn gleich sofort einblenden. Ich werde Stephen Wybrow genannt und das ist die. Ich werde Lies genannt, heiße Lisandra Stadler. Genau, und wir gemeinsam beginnen eine Tour quer durch Österreich. Wir machen eine Vortragstour, wo es um die Themen Freiheit und Wahrheit geht. Und dazu muss die Lüge beendet werden. Wir wissen, wir werden angelogen. Und das Ganze geht sehr tief, da gibt es viel zum Erzählen. Also würde ich sagen, wir präsentieren gleich einmal den Flyer für das kommende Event. Und zwar wird das Event Paradigmenwechsel auf der Erde genannt. Und wie weiß man, es wird ja oft davon gesprochen, dass wir in eine neue Welt übergehen oder die neue Erde. Die Frage ist, wie weiß man, dass man in einem neuen Paradigma ist, in dem man weiß, was das alte Paradigma beendet hat. Und das hängt viel mit Verantwortung zusammen, dass wir selbst die Verantwortung für unser Leben übernehmen und diese Verantwortung nicht mehr an die Politiker abschieben oder an irgendwelche Institutionen, sondern selbst die Verantwortung übernehmen. Es ist Fakt, dass wir von dieser Verantwortung nicht mehr länger fliehen können. Ja, mein Beweggrund für diesen Flyer ist, beziehungsweise für diese Veranstaltung, ist an und für sich die Wissensvermittlung aus hervorgegangenen Erfahrungen, Recherchen. Ja, alles, was wir angesammelt haben. Und unsere Zielgruppe sind Mitmenschen, Eltern, Mütter, die daran interessiert sind, für ihr Leben und das Leben ihrer Kinder in Freiheit zu leben, zu führen, ohne irgendwelche Zwänge, ohne irgendwelche Nötigung. Sobald man gezwungen wird, zu bestimmten Handlungen, die man selbst nicht machen oder nicht einhalten will, dann ist das eine Nötigung. Und frei von Ängsten. Wenn wir das und das nicht befolgen, wird uns die Kinderwelt weggenommen. Das muss aufhören. Und wir haben wirklich viel recherchiert, viel in Erfahrung gebracht. Und es geht um eine fundierte und ehrliche Wissensvermittlung, die wir sonst da draußen unabhängig nicht finden. Und deswegen treten wir quasi hier auf der Bühne auf und geben das eins zu eins weiter. Warum? Weil das uns in unserer Kraft hilft. Und uns auch hilft, in den Ganzen reinzuwachsen, stärker zu werden, bewusst zu sich stehen. Ich bin bei einigen Kanälen dabei und es werden Ängste geschürt. Wenn wir uns zu bestimmten Themen äußern und so weiter, dann wird uns Kindeswohlgefährdung, ja, in die Schuhe geschoben. Die wahre Kindeswohlgefährdung findet eher bei den Institutionen statt, die zuschauen, wie unsere Kinder und Jugendliche transaliert werden seit 2 Jahren und absichtlich und vorsätzlich, ja, geschadet wird. Und da sagen wir Stopp, halt, es ist genug. Und wir dürfen einfach uns austauschen, zusammenkommen, inspirieren, beflügeln, ein Stückchen an der Hand nehmen und sagen, hey, ihr seid nicht alleine. Wir wollen auch aufklären, was es mit diesen Verordnungen und Gesetzen zu tun hat. Und wir können uns nicht mehr rausreden, wir müssen das befolgen, weil das erlassen worden ist. Wir dürfen drauf kommen, oder wir dürften in unseren Recherchen drauf kommen, dass alles auf Verträge läuft. Zum Vertrag müssen beide Vertragspartner freiwillig bereit sein, einen Vertrag einzugehen. Sobald ein Vertrag unter Zwang, weil wir sonst irgendwelche Konsequenzen zu befürchten haben, dann ist es ein einseitiger Vertrag und sobald er mich schadet, bin ich dazu berechtigt, den zu kündigen oder Nein zu sagen. Da spiele ich nicht mit. Und das dürfen wir auch einfach weiterleiten, verbreiten.
Weil dann können wir auch Verantwortung übernehmen über uns, unser Leben und das Leben unserer Kinder. Ein altes Paradigma hält noch fest an Unterwerfung von anderen, besonders alleinerziehende Mütter. Es werden absichtlich Existenzängste geschürt, wenn man sieht, Teuerungen und so weiter. Und wir haben die Antworten drauf. Wir haben Lösungsansätze darauf, die wir sonst da draußen nirgends finden. Und da wollen wir einfach öffentlich gehen, denn es kann unmöglich so weitergehen. Man will überall eine neue Erde, eine neue Gemeinschaft gründen und so weiter, aber das kann nicht entstehen, sobald man an irgendwelche Zwänge, die von oben herab diktiert werden, bestehen. Sie müssen aufgelöst werden. Denn nur souveräne Menschen, und ich will sagen, wir sind keine Staatsverweigerer. Wir lieben unser Land. Wir lieben euch Menschen. Und da geht es eben darum, auch wenn wir da kurz zurückschalten, das ist eines der Dinge, die wir auch beim Vortrag auch eingehen werden, was einen Staat überhaupt ausmacht. Und dass ein Staat an oberster Priorität haben sollte, das Eigentum von seinen Bürgern zu schützen. Deshalb haben wir einen Staat. Es sollte eine Organisation sein, die die Lebensform von den Bürgern auch organisiert, dass kein Chaos entsteht. Aber wir haben immer mehr, sehen wir, wo der Staat in die Privatsphäre der Menschen eindringt. Und das ist genau das, was wir die letzten 2,5 Jahre während dieser Massenpsychose, das ist das, was alle totalitären Systeme bis jetzt alle gleich miteinander gehabt haben, ein Phänomen, wo das Kollektiv und das Narrativ, das fürs Kollektiv vorbestimmt wird, dass man nicht hinterfragen darf, wo man immer, wenn man außerhalb dieses gesetzten Rahmens argumentiert, auch wenn man Wissenschaftler ist, auch wenn man Rechtsanwalt ist, auch wenn man Arzt ist, das nicht hinterfragen darf und dann als Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheoretikerin dargestellt wird, dann haben wir es mit einem totalitären System zu tun und wir werden sehen, wie sich die Geschichte wiederholt, nämlich indem alle totalitären Systeme sich wieder selbst zerstören. Weil es ist eine Psychose. Und die Psychose geht nicht von die Menschen, die man ausgrenzt und als Verschwörungstheoretiker labelt aus, sondern das ist die Natur, die spricht, die sagt, nein, niemand hat das Recht, über mich zu bestimmen und mir zu sagen, was ich zu tun habe. Vor allem nicht, wenn keine der Verordnungen durch wissenschaftliche Beweise gerechtfertigt werden und niemals Beweise erbracht worden sind über die Existenz dieses Ziels. Und darauf gehen wir ein, dass der Staat kein und die staatlichen, sogenannten staatlichen Institutionen kein Recht auf das Eingreifen in die Privatsphäre hat. Das muss zuerst bewiesen werden durch eine amtliche Legitimation. Das ist alles, was wir bei unserem Vortrag besprechen werden. Und ich möchte hier auch erwähnen, wir machen eine Tour quer durch Österreich. Wir machen so viele Vorträge, wie nur möglich ist. Wir haben uns mehrere Monate Zeit genommen, zu verarbeiten, was uns selbst in unserem Leben geschehen ist. Denn von der Lise ist es eben passiert, dass ihr Kind weggenommen wurde, gestohlen wurde. Wir haben es hier mit Kindeshandel und mit Menschenhandel zu tun. Und wir gehen da rechtlich vor, weil wir uns auf die Füße stellen, weil wir souverän sind und weil wir nur der Wahrheit verpflichtet sind. Und wenn wir der Wahrheit dienen und die Wahrheit sprechen, dann haben wir auch den Schutz der Wahrheit. Weil alle totalitären Systeme haben einen Anfang und ein Ende, weil sie der Lüge gewidmet sind. Nur das, was bleibt, ist die Allgegenwärtigkeit der Wahrheit, die immer existiert und niemand kann die Wahrheit auslöschen. Und dafür stehen wir ein und dafür sind wir selbstbewusst, dass uns niemand einschüchtern kann, weil wir holen unser Land zurück, weil wir sehen eine wunderschöne Zukunft für uns selbst und für unsere Kinder und das ist die Verantwortung, die wir leben. Man darf sich auch noch fragen,
man sagt Staat Österreich, Republik Österreich, bekommt es in den so zivilisierten Staat, dass von Institutionen Kinder gestohlen werden von alleinziehenden Müttern, die sie normalerweise nicht zu helfen wissen, sich kaum einen Rechtsanwalt oder sonstiges leisten können, die Kinder gestohlen werden von Institutionen und weitergegeben werden, ohne eine amtliche Legitimation, ohne hoheitliche Rechte, ohne hoheitliche Befugnisse und dann an andere übertragen wird. Kann das wirklich in einem zivilisierten Staat vorkommen? Man sagt, es findet eher in der USA statt, eher in Afrika statt, aber wir sind mitten in Österreich. Und wir räumen auf mit diesem falsch geglaubten Sanatismus, was das tatsächlich ist. Wir haben die letzten 2,5 Jahre, wird uns vor der Nase geführt, was es tatsächlich bedeutet. Nämlich, dass man sie unterwirft, weil das jemand von oben herab diktiert. Obwohl man der Natur, von der Natur weiß, was es richtig ist, trotzdem sich an Verordnungen halten, die keine Verordnungen sind, weil sie weder unterschrieben sind, noch irgendwo eine Haftung dafür übernommen wird. Und die eine der wichtigsten Sachen im Rechtsverkehr ist, dass alles versichert sein muss. Versicherung bedeutet Haftung. Dafür muss man unterschreiben. Ihr könnt es euch gerne selbst ein Bild daraus machen. Recherchiert einmal, ob irgendeine Verordnung oder Gesetzesblatt unterschrieben worden ist. Und unterschrieben heißt es mit deiner Nase Unterschrift, mit blauer Tinte. Ihr werdet es nicht finden. Ich habe bis 1955 zurückgeschaut. Habe mir wirklich die Zeit genommen und recherchiert. Aber ihr müsst mir nichts glauben. Ich habe genug von einem Glaubenssystem. Ich spreche die Wahrheit. Und ihr seid dazu eingeladen, selbst zu recherchieren. Und dann fragt man sie, an was hält man sich wirklich? Ja, an Verträge, die einseitig abgeschlossen worden sind, ohne unser Wissen. Somit sind sie rechtswidrig. Und nicht rechtsverbindlich. Und nicht rechtsverbindlich. Aber wir halten uns dran, weil wir keine im Schein, wir wollen ja nicht so viel Aufruhr machen. Wir wollen ja nicht auffallen. Wir wollen ja auch dazugehören. Ich möchte auffallen. Damit ist Schluss. Ich muss mich an nichts halten, die mir schadet oder meinem Kind schadet. Und da ist unser Löwenherz. Wir sind ja Löwinnen, das Herz, ja, das immer wieder, wir sind Löwenmama. Ja, Löwenmamas, ich lade euch dazu ein, auch wirklich aufzuwachen und für unsere Kinder und zu uns selbst und unserer Wahrheit zu stehen. Wir müssen sie nicht vor Institutionen, Politiker oder sonst jemanden, der nicht in unsere Schuhe stecken, verstecken. Ah, weil sonst uns die Kinder weggenommen werden könnte. Das ist eine der größten Ängste. Mir ist es passiert. Mir ist es aber passiert, damit ich dieses Wissen aufsammeln kann, damit ich aufwache und sage, okay, nein, hier mit mir ist Stopp, es endet mit mir. Ich habe die Kraft dazu, ich habe die Stärke dazu, gegen denen vorzugehen. Und vor allem, ich habe das Wissen und mittlerweile das Selbstvertrauen. Und ich sage, wenn ich sage Stopp, dann ist es Stopp. Ich zitiere hier Gerald Hüther, manche kennen ihn, er sagte in einer seiner Interviews, wenn die Mütter aufwachen würden und sagen würden, heute ist Stopp mit dem Krieg, dann ist es ein Stopp. Und damit wollte er nur beschreiben, wie mächtig wir sind. Und wir dürfen aufwachen und unsere Kraft, unsere Power nicht an anderen abgeben. Uns schieben zu lassen und huschen, weil uns sonst die Kinder weggenommen werden. Ich sage das, ich höre damit auf. Und ich bin im Vertrauen, ich bin in der Wahrheit und die Wahrheit setzt sich durch. Meine Tochter ist mittlerweile bei meiner Schwester untergebracht und sie versuchen über emotionalen Druck, sie sagen, sie brauchen nicht meine Unterschrift für alle ihre Sachen, aber ich muss mit ihnen
zusammenarbeiten und kooperieren, das heißt doch im Nachhinein die Unterschrift abliefern, damit ich überhaupt meine Tochter sehen kann. Kann das rechtens sein? Und es wird es überhaupt gegeben? Habe ich was Falsches getan? Das einzige Falsche, was ich getan habe, und es ist nicht falsch, ist die Wahrheit auszusprechen. Und da passt das einige nicht. Aber ich lasse mich nicht mehr einschüchtern. Es ist jetzt der Druck. Und man sagt Paradigmenwechsel. Ah, ich habe schon gehört, es läuft schon lange. Nein, nicht so nachhaltig wie jetzt. Denn jetzt geht ihnen die Energie aus, wie man das teilweise sieht, bei dem Gas und so weiter. Es geht ihnen nicht aus. Sie schieben nur einen Riegel vor, um euch das und das Vervielfache weiter zu verkaufen, um euch auszunehmen. Und trotz allem, obwohl die Energiepreise steigen, ist die Wien-Energie anscheinend in... Insolvent. Es findet im Großen und Ganzen eine Insolvenzverschleppung statt. Seit 2 Jahren. Und es geht jetzt so ähnlich. Deswegen spüren wir das. Ja, deswegen will noch mehr Druck auf die Bevölkerung ausgeübt werden, um die Bevölkerung und die Menschen zum Durchdrehen zu bringen, damit dann eine Militärdiktatur auch errichtet werden kann. Und sie spielen genau mit diesen psychologischen Faktoren, wie das wir auch beim Vortrag besprechen werden. Wir haben aus der Geschichte gelernt und wir werden sie nicht wiederholen, sondern was sich wiederholen wird, ist das Prinzip der Natur, dass alle totalitären Regime, die Zwang, Nötigung, Erpressung und Folter an den Menschen psychisch und physisch auch durchführen, das Aufzwingen von Masken, egal wie diese totalitären Systeme aussehen, sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Und wir leben für die Ewigkeit, wenn wir in der Wahrheit sind. Ich habe ein Jahr lang in Linz am Hauptplatz, mitten am Hauptplatz, meine Wahrheit gesprochen und mir ist nichts geschehen, weil jetzt die Zeit ist und es ist auch von allen Ebenen findet Einschüchterung statt, auch in den alternativen Medien. Ja. Und darüber ist jetzt Schluss. Wir sind Menschen und der Wahrheit verpflichtet. Und die Wahrheit ist das, was am meisten zensiert wird. Aber jetzt ist die Zeit vorbei. Das ist unser Planet. Das ist ein lebendiger Planet. Wir leben nicht auf einem System, das im Rechtsbankrott ist. Das kann man nachlesen im juristischen Wörterbuch von Köbler, das sollte das Wörterbuch für die Juristen sein, aber deren Mandat, unser Mandat geben wir nicht an die Juristen ab, weil dann würden wir in deren perversen Spiel mitspielen. Das ist Rechtsperversion, kann man auch nachlesen. Ist alles definiert, da spielen wir nicht mit, wir sind eigenverantwortlich. Wir sind von der Schöpfung hier auf diesem Planeten geboren worden, um Eigenverantwortung zu lernen. Und dieser Verantwortung kann sich niemand mehr entziehen. Man kann sich nicht mehr davon verstecken. Auch in den Institutionen. Und das ist auch der Grund, warum wir auch an die Institutionen appellieren. Wir zwingen denen nicht unsere Meinung auf. Die Wahrheit kann sich selbst erklären. Und es muss eingesehen werden, dass wenn man mit Zwang vorgeht gegen Menschen, dann muss man aus der privaten Tasche dafür haften. Und privat gilt die Haftung uneingeschränkt. Das liegt an mir, wie ich das definiere. Und es geht um diese Verantwortung. Und wir müssen darüber reden. Also sage ich, es reicht einmal für den Anfang. Paradigmenwechsel auf der Erde. Diese Blase platzt, das alte Paradigma. Das soll immer noch verschleppt werden, dass diese, weil viele in den oberen Hierarchien dieses Kontrollsystems diese Blase am aufrechterhalten wollen. Nur niemand steht über den Naturgesetzen. Niemand steht über dem Recht. Auch nicht Oligarchen, nicht Richter, nicht Rechtsanwälte, nicht Ärzte. Niemand steht über dem Recht. Weil das Recht ist definiert, was richtig ist. Und das ist unsere Motivation bei diesem Vortrag, mitzuteilen, was richtig und was falsch ist, so wie wir das sehen. Weil wir lernen auch immer dazu. Also, wir entscheiden die Zukunft. 28. September 2022 um 19 Uhr, Pleyel Museum, Baumgartner Straße 4,
3701 Rupperstal. Und nur als Hinweis, jeder der Menschheitsfamilie ist eingeladen und jeder bei diesem Vortrag haftet uneingeschränkt privat, falls er nicht erkennen kann, dass jetzt eine neue Zeit für uns hier ist. Und wir wollen auch noch am Schluss darauf hinweisen, dass bitte unten im Link unter diesem Video ist ein Link, wo man sich in der Telegram-Gruppe beziehungsweise unter einer E-Mail-Adresse sich verlässlich anmelden kann. Und wir bitten freundlichst darum, eine Anmeldung zu machen, damit wir einplanen können, wie viele Menschen das kommen werden. Also, wir sagen vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr uns Gehör geschenkt habt. Und wir schaffen das gemeinsam. Ja. Wir sind überzeugt von dem, was wir machen, weil wir haben durch die Hölle gehen müssen, damit wir diese Weisheit jetzt sprechen können aus der Erfahrung, die wir gemacht haben. Und gestärkt daraus gehen können. Gestärkt daraus die Wahrheit verbreiten können. Also, danke. Und ja, bis bald. Ciao.